Servusle und herzlich willkommen zu unserer ersten kleinen Lego-Abschlussshow der Woche. Ich möchte heute versuchen, einfach mal in dieser Welt ein bisschen vorwärts zu kommen. Das soll ja die Welt werden, indem wir den Tyrannosaurus aufsetzen bzw. aufstellen und die ganzen legendären Tafeln setzen. Wir fangen natürlich mit dem Dinosaurier an, auch wenn wir nächste Woche dafür die Millionen wieder zusammenkratzen müssen. Ich werde jetzt hier so kleine Erhöhungen einbauen. Also keine Angst, es bleibt nicht so. Das sieht nachher nicht so aus. Das wird noch geglättet und geebnet und gefärbt, ja. Und dann haben wir hier unseren kleinen Krater. Was wir heute noch machen in dieser kleinen Abschlussshow ist, wir gehen auf jeden Fall los, besorgen uns die entsprechenden Bäume, machen mal Copy-Paste-Geschichten. Das schauen wir uns mal noch an und ich will den Papagei noch holen, ne? Der soll ja auch hier zwischendrin rumfliegen. Und als kleines Highlight der Woche empfand ich persönlich selbst den Golddrache, als wir uns den geholt haben. Jetzt habe ich überlegt, wie mache ich das in meiner kleinen Abschlussshow? Zeige ich einfach nochmal einen Ausschnitt aus dem Clip. Dann wollte ich los, wollte was zusammenschneiden und habe gesehen, hey Alter, die haben ja miteinander gekämpft und das habe ich gar nicht so richtig registriert. Aus dem Grund habe ich nochmal einen kleinen Sonderclip praktisch als Review eingebaut. Den sehen wir uns jetzt zusammen an. Mit dem Golddrachen, da erfahrt ihr auch nochmal, wo ihr die Seeds findet und wie ihr da dran kommen könnt. In der Zeit bereite ich hier das Gelände auf und dann gucken wir uns das nachher zusammen an, kurz bevor ich es dann einfärbe und dann machen wir weiter hier, ne? Bis gleich. Unser Wochenhighlight war doch eindeutig der goldene Drache. 1 Million mussten wir ansparen, dass wir den überhaupt spawnen können. Was mir aufgefallen ist, an dem Moment, beziehungsweise in dem Moment, als wir den goldenen Drachen uns geholt haben, habe ich ja eine Szene, wo 2 goldene Drachen auf dem Bildschirm sind und miteinander kämpfen und ich habe das gar nicht registriert, ne? Das würde ich jetzt natürlich gerne nachholen. Den müssen wir uns auch noch holen. Wo ist unser goldener Drache? Hier. Ich spawn mir jetzt mal hier einen hin und gleich noch einen zweiten und dann schauen wir mal, ob die 2 Kollegen miteinander Spaß haben oder ob das Zufall war, ne? So ein kleiner Drachenkampf wäre cool. Ich habe sie jetzt extra hier reingespawnt in der Hoffnung, dass es so eng ist, dass die hier miteinander abgehen. Das sieht aber nicht so aus. Wir können natürlich einen reizen. Ich will einen kleinen Drachenkampf. Sehen die? Jetzt geht's los. Das war das Ziel. Aber ich muss näher hin. Guckt euch das an. Hammer, oder? Also, wie gesagt, wer die, hört ihr jetzt auf? Seid ihr schon durch? Die töten sich nicht, ne? Ja, du bist wieder da. Er kommt immer. Er kommt immer, wenn ich ihn nicht brauchen kann. Ich nehme es jetzt aber nicht nochmal neu auf. Komm, macht weiter. Ein Schlag noch. Das Verhalten zweier Golddrachen, wenn sie auf engem Raum zusammengehalten werden. Genau. Kleines Promo-Video als klein. Ich dachte, bevor ich jetzt was rausschneide aus der Folge, die wir hatten, machen wir lieber sowas, ne? Golddrache findet ihr auf meiner Website entsprechend auch die Seeds. Dann könnt ihr euch den schnappen. Und ich blende nochmal oben in der Infobox die Folge ein, in der wir uns den Golddrache geholt haben. Jetzt gehen wir wieder zurück zur Show und bis dann. So, ich hoffe, euch hat der kleine Clip gefallen mit den Golddrachen. Ich habe hier schon mal das Gelände ein bisschen vorbereitet. Feinheiten muss ich hier natürlich jetzt noch machen. Also es gibt jetzt hier Erhöhungen. Hier muss ich auch noch ein bisschen die Glätte dann rausnehmen. Das ist klar, das sieht sonst nicht wirklich gut aus, ne? Also im Prinzip gehe ich hier einfach her mit dem Kollege. Was haben wir denn ausgewählt? Normalerweise kletten, genau. Kann man jetzt hier wahlweise auch mal den Kreis nehmen. Das spielt ja keine Rolle. Dann klette ich das hier alles. Hier oben muss ich noch gucken, welche Struktur ich nehme. Da will ich aber mal warten, bis die Bäume da sind. Dann werde ich hier die Ecken natürlich abrunden entsprechend und hier überall ein bisschen abarbeiten. Das Wasser habe ich mir überlegt. Wir lassen zumindest ein bisschen Wasser hier, ne? Das hat was, finde ich. Außerdem ist es ja nur ein Tyrannosaurus erstmal. Ich denke mal, dass einer reicht. Hier, der in dem kleinen Gebiet sein wird. Hier muss ich noch ein bisschen abflachen dann, damit es einigermaßen nach was aussieht. Jetzt werden wir es dann gleich mal umfärben. Da dachte ich, da gucken wir mal zusammen, welche Farbe wir nehmen. Ich habe jetzt hier zum Beispiel die Kanten auch noch nicht alle gemacht. Da gehen wir mal kurz rüber. Hier kann man also immer schön ein bisschen abfahren. Hier seht ihr jetzt die Kanten. So, ne? Damit sich das hier mit dem Gebiet verbindet wieder, was ich geebnet habe. Manchmal ist es ein bisschen tricky. Da muss man halt ein bisschen auffüllen. Hier, wenn ich lang genug drauf bleibe, gehen die Ecken also auch zu. So, die Zeit muss man sich halt nehmen, wenn man es schön haben will, ne? Aber das macht ja nichts. Deswegen schneide ich sowas in Zukunft, damit wir da nicht, was weiß ich, 2 Folgen am Stück uns angucken, wie ich hier die Kanten glätte, ne? Aber jetzt sieht das Ganze schon anders aus. Die Ebene verbindet sich. Ja, hier muss ich noch ein bisschen Struktur reinbringen. Und dann ist das was, wo ich sage, da bin ich zufrieden damit. So, jetzt will ich es aber umfärben. Ich will mal gucken, welche Farbe wir da auswählen. Lasst uns mal das Farbtool holen. Jetzt schauen wir mal. Es sollte auf jeden Fall grün sein, aber nicht gerade Gras. Waldgras gefällt mir auch nicht. Farn? Wie sieht Farn aus? Lass mal gucken. Da kommt schon wieder ein Kollege. Wie sieht Farn aus? Bei Farn ist so ein bisschen bräunlich mit drin. Also das finde ich schon mal gut.
Fun finde ich insofern gut, das könnte hier der komplette Waldboden werden, also der gerade Boden, ne? Dass man den hier, das können wir ja hier so leicht reinlappen lassen, da muss man ein bisschen feiner arbeiten, aber das mache ich dann neben den Folgen. Weißt du, dass man es hier so ein bisschen so zwischen rein sausen lässt. Dann hat es hier, das finde ich schön. So, ne? Natürlich bleibt es nicht schwarz, ist klar. Wir können mal so hier so eine Kuhle mit einfärben, wie das dann kommt. Ja, ich finde es gar nicht schlecht. Also dieser Rotstich, der dazwischen drin ist, fun-mäßig. Wir werden auch Fun reinholen. Die Blumen, die ich mir hier vorstelle, haben auch in etwa die Farbe. Mache ich jetzt natürlich nicht alles an einem Stück hier, ne? Wir wollen ja noch gleich los und wollen uns hier noch was besorgen, und zwar den Papagei und einen Baum oder verschiedene Bäume. Da müssen wir mal gucken. Also den Boden mache ich tatsächlich in Farn, würde ich sagen. Was haben wir denn noch zur Auswahl? Moos, Herbstlaub, nee, Schneegras, Trockengras, Regenwaldboden. Regenwaldboden könnte eventuell was sein für die Hochebene hier. Lass mal gucken. Wenn ich das so miteinander vermische. Das ist zu krass, der Unterschied, ne? Der ist zu krass, der Unterschied. Laubwerk, Regenwaldboden, gruseliges Gras. Wie sieht gruseliges Gras aus, wenn man das hier noch reinmacht? Gruseliges Gras hat was, aber es passt halt hier unten nicht dazu, ne? Nee, das gefällt mir so nicht. Also ich glaube, wir lassen es bei Regenwaldboden. Das ist mir zu grün. Das soll ja schon so ein bisschen ein düsterer Touch haben, ne? Dann färben wir das einfach hier komplett in den Farben des Regenwalds. Was haben wir hier? Wir können nochmal mit einem weichen Übergang noch schaffen, ob das ein bisschen besser aussieht. Wir können es natürlich auch grundieren, ne? Wäre auch eine Möglichkeit, dass ich, sage ich mal, den Regenwaldboden nehme und wir grundieren das dann so ein bisschen ineinander rein. Das gucke ich mir noch an. Das zeige ich euch dann aber auch tatsächlich erst das nächste Mal, wenn wir hier sind. Und das nächste Mal, wenn wir hier sind, wird es auf jeden Fall so sein, dass wir einen Test machen, ob uns der Tyrannosaurus hier im Gehege, welche Wege der so zieht, welche Bahnen der läuft. Müssen wir uns ein bisschen das Verhalten von ihm angucken. Ansonsten gefällt mir das eigentlich ganz gut. Lass mal das Tool kurz wegpacken. Ein bisschen näher an den Boden hin. Ah, vielleicht nehme ich die zwei Farben, ne? Soll ja individuell sein. So, pass mal auf, lass mal kurz hier ein paar Runden drehen. Jetzt hat das Ganze schon ein bisschen einen anderen Style, ne? So, Leute, da unten, wer pennt da? Wer schläft denn da ein Vogel? Das sieht ein bisschen seltsam aus. Hier muss ich also, wie gesagt, die Kanten noch glatt machen. Hier habe ich es schon gemacht. Hier werden wir eine Höhle integrieren. Auch in Inspiration an den Ungorograd. Da kommen hier dann noch Regenwaldaffen rein. So, die Farbwahl gefällt mir. Wir mischen das, ne? Regenwaldfarben und Farnfarbe. So, Leute, dann würde ich sagen, wir ziehen los. Besorgen wir uns die Papageien. Die sollen ja hier auch rumfliegen. Und schauen mal, ob wir so einen Baum kopiert kriegen. So zwei, drei Modelle hätte ich da gerne. Dass wir hier entsprechend dann auch Wald setzen. Und der Tyrannosaurus, der sollte hier auf jeden Fall sich bewegen dann, auf der Hochebene. Mal gucken, vielleicht kesseln wir den mit den Bäumen ein bisschen ein. Schauen wir mal. Jetzt gehen wir erstmal, ziehen wir erstmal los, ne? Bis gleich. So, hier sind wir auf der Insel. Hier suchen wir uns einen Papagei, hier suchen wir uns Bäume und Sträucher. Und was jetzt viel geiler ist, ich habe einen Raptor entdeckt gerade. Wir sind auf der Tyrannosaurus-Insel, da wo wir unseren Saurier herden. Ich versuche jetzt den zu bekommen. Natürlich so nicht. Ich muss tatsächlich wahrscheinlich mit ihm kämpfen. Das wäre natürlich geil für unseren Grader, wenn wir den noch kriegen würden. Ich kämpfe jetzt einfach mal mit dem. Ich glaube nicht, dass er eine Quest hat. Nee. Wir kämpfen einfach. Der hat auch ein bisschen mehr Leben. Ach Gott, wäre das cool. Tatsächlich, und er will nur eine Banane. Wir haben ihn. Ich bin gerade total sorry für die Sprachlosigkeit. Wir haben ihn. Der Draki hat mir heute noch den Namen von denen genannt, dass es die gibt im Spiel. Und jetzt haben wir sie. Die kommen auch in den Grader dazu. Jetzt werden wir aber trotzdem hier nicht aufhören. Ich will den kleinen Papagei, ich finde aber keinen. Die Ranken, aua, macht euch locker, macht euch locker, macht euch locker. Ist alles gut, geh weg. Ihr könnt überhaupt nicht schwimmen, geh weg. Was klebt denn hier im Wasser noch rum? Eine Ziege, esst eine Ziege, Alter, lass mich in Ruhe. Wenn jemand den Papagei sieht, ganz laut schreien. Ich brauche den. Der soll der auch da rumfliegen. Wir machen jetzt allerdings keine Überlänge. Papagei suchen. Guck mal, der Raptor, der hört nicht auf. Der hört nicht auf, dann hopfe ich auf ihn drauf. So, Alter. Haben wir die Raptoren? Wie mich das bockt, kann ich euch gar nicht sagen, Leute. Das ist übrigens saucool, weil das ergänzt die Welt perfekt, ne? Ich war ja inspiriert durch World of Warcraft, habt ihr ja mitbekommen. Und da gab es ja auch Raptoren. Allerdings auch lila, ne? Nicht nur die. Alter, ne? Sehr stark, da freue ich mich tierisch drauf. Die Welt wird gut. Wir brauchen allerdings noch eine Million für den Tyrannosaurus. Gell? Also nochmal den Hinweis, er ist nicht immer da. Das habe ich dann auch später durch den Draki erfahren. Der kann sein, dass er da ist, kann auch nicht sein. Ich bin jetzt auf diese Welt hier etwa drei, viermal geflogen aus Testzwecken. Und der war bei mir dreimal von vier oder fünfmal war er schon da. Also die Chancen sind, glaube ich, ganz gut. Ich kann es aber nicht beschwören. Ich wollte es nochmal erwähnen. Tut mir leid, wenn hier jemand schon gesucht hat und nicht fündig geworden ist, ne?
Hier rennt auch noch ein Golddrache rum. Den habe ich wahrscheinlich das letzte Mal gespawnt. Leute, ich finde jetzt den Papagei nicht. Da würde ich einfach sagen, suche ich parallel mal noch weiter. Bis nächste Woche werde ich den finden. Wir gehen jetzt zu dem einen Baum, den ich im Wasser gesehen habe und fangen mal an, noch Bäume und Sträucher zusammen zu kopieren, damit wir dann beim nächsten Mal, wenn wir auf der Set-Welt sind, das fertig machen können. Ne? Hauen wir mal das Kopiertool raus und tun einfach mal so, als ob wir das schon immer gemacht hätten und schauen, was passiert. Ich finde, das Kopiertool ist ein bisschen kompliziert. Ne? Guck mal, wie soll ich denn da... So ist es falsch. So ist es falsch. Wie kann ich es denn jetzt abwählen? So. Jetzt muss ich es wieder rausholen oder was? Nee. Kopierwerkzeug. So, pass auf. Zeiger hoch, runter. Wir machen mal Zeiger hoch, runter. Jetzt gehen wir mal hoch. Dann sehe ich es ja von oben. So, wenn ich jetzt das hier so kopiere. Wo, in welche Richtung geht es dann? Das war schon mal gar nicht schlecht. Auswahl, aufheben. Wo geht es? Gedrückt halt im Recht. Mit links? Mit le? Nee. Kopieren. Wegpacken ist falsch. Aber nö, ich will es dann einfach nochmal. Fast. Dann würde ich sagen, ich fange hier an. Jetzt habe ich es. So. Bearbeiten und speichern. Jetzt machen wir mal... Genau, hier ist der Fun. Das Zeug da drüben brauche ich natürlich nicht. Das da. Auswählen. Ah ne, wir machen es mit rechts, muss ich es machen. Auswahl entfernen. Ah, okay, jetzt alles klar, jetzt hat es umgeschalten. Jetzt muss ich nur aufpassen, ich habe das nämlich schon mal gemacht und da geht die Hälfte flöten. So, so, so. Ich mache es lieber langsam, dann brauche ich es nicht zweimal machen. Jetzt habe ich meinen Fun, ne? So, und jetzt will ich das speichern. Wie mache ich das? Symbol erstellen und Modell speichern. Ich nenne es jetzt mal Fun, ne? So wie es gehört. Fun. Und hier genau lesen, Modell und Symbol speichern. Fahren, speichern. Jetzt haben wir den in den Sets drin. Ne? Ist es richtig, was ich sage? Der müsste jetzt in den Steinsets drin sein. Als eigener. Hier ist er. Hier ist der Fahren. Und wenn ich... Ah, super, Leute. Ist der Hammer. Das ist der Hammer. Okay, also da werden wir auf jeden Fall in unserer Welt noch ziemlich viel Spaß haben. Jetzt brauche ich noch einen Baum. Jetzt brauche ich noch einen Baum, den kann man ja dann ein bisschen nachträglich verändern. Vielleicht nehme ich zwei, drei Modelle. Guck mal, der ganz große da oben, der wäre natürlich Hammer, wenn wir den kriegen würden. Lass uns das mal noch ganz kurz probieren. Beziehungsweise ich gehe ihn kopieren. Ich würde lieber mit euch noch mal kurz in Grader zurückgehen und versuchen, den dann zu setzen. So, so machen wir das. Ich schnappe uns den großen Baum und wir sehen uns dann im Grader wieder, ne? Nahezu perfekt gelaufen. Landeanflug auf unseren Grader, Leute. Ich habe einen Baum geholt, einen Fun haben wir noch zusammen geschafft, ne? Und ich habe den Papagei auf dem Rückweg zur Rakete getroffen und habe ihm tatsächlich mit so einer roten Kirsche überreden können, uns zu folgen. Das heißt, wir haben jetzt kurz zum Testen, schade, der Vogel ist nicht mehr da, den ich hier abgesetzt habe, da müssen wir halt kurz den Berg hochkrapseln. Wie gesagt, hier unten bauen wir noch schön aus, habe ich überlegt. Ah, da war ein Hubschrauber. Da bauen wir noch schön aus, ne? Dass wir hier auch recht schnell und zügig dann, vielleicht machen wir einen kleinen Tunnel durch, dass wir im Grader rauskommen, müssen wir mal sehen. Tyrannosaurus machen wir nächste Woche, den setzen wir dann nächste Woche hier aus. Wir probieren natürlich jetzt mal, wie so ein Raptor hier sich verhält. Ich will im Prinzip jetzt nur mal antesten, das ist jetzt nichts Finales. Aber jetzt haben wir das Zeug geholt, jetzt will ich zumindest sehen, wie es kommt, ne? Hier muss man natürlich noch viel, viel machen, aber das werde ich alles immer so nebenbei, nehme ich immer Stück für Stück mit rein, bis wir diese Welt fertig haben. Heute, wie gesagt, haben wir damit angefangen, weil es heute einfach Wochenabschluss ist. So, ich will jetzt einfach spaßhalber, ne, den großen Baum habe ich leider nicht gekriegt, da hat das Kopierwerkzeug nicht wirklich gereicht. Wir gehen jetzt her, ich habe den Vouch-Goro-Baum da unten. So, was weiß ich, wir würden mal sagen, wir setzen den einfach mal hier so hin. Ist schon der Hammer, dass ich den jetzt einfach hierher setzen konnte. Wir können mit drei, vier Modellen uns hier, dass es nicht so gleich aussieht, können wir jetzt hier, ich setze den einfach mal noch spaßhalber hier mal hin. Kann man ja wieder abbauen, ne? Zur Not. Ich will ihn aber drehen, dass er nicht ganz so aussieht, als wäre es dasselbe. Das ist der Hammer. Ich bin so happy, dass das klappt, Leute. Das macht so Spaß. Jetzt pass mal auf, was wir auch noch machen können. Jetzt werden wir erstmal hier so einen Papagei rauslassen. Hier ist er, ne? Guck, genau die rote Kirsche braucht er, dann kriegt ihr den. Jetzt setzen wir mal zwei, drei Papageien, dann sehen wir auch beim nächsten Mal, wie viele von denen noch da sind. Ne, die werden dann später, wenn das hier richtig dicht bewachsen ist, das Gebiet bevölkern. Was wir hier auf jeden Fall auch setzen, ist er. Aber da muss ich wieder ein bisschen mit der Kohle, die zwei... Jetzt habe ich ihn freigeschaltet, ich konnte nicht anders. Wir setzen mal zwei, drei.
Raptor ist ja immer im Rudel, ne? Lass mal kurz gucken, wie das aussieht. Wieso geht ihr auseinander, Leute? Ich bin gespannt, ob die das nächste Mal noch da sind. Was ich jetzt hier noch testen will, kurz, ob ich diesen Baum noch ein bisschen individueller hinkriege, indem ich ihm da, sag ich mal, diese Ranken hinhänge. Wir haben ja so Ranken gehabt. Ist jetzt natürlich die Frage, wo die sind hier, ne? Bambus können wir hier auf keinen Fall gebrauchen. Bambuslaternen auch nicht. Hier mit so Sumpfgräsern und so werden wir noch ein bisschen auffüllen. Das machen wir dann alles später. Ich hatte... Haben die jetzt gerade schon gekämpft? Wahrscheinlich bleibt nur einer übrig. Das wäre wieder mein Glück. Hier. Dschungelranke rosa Blüten. Dschungelranke rote Blüten. Kleine. Wir nehmen die da. So. Ah ja, guck mal. Wir können die Bäume individuell gestalten noch. Siehst du? Das wird richtig cool. Und dann außenrum um dieses Gebiet unsere Tafeln und dann haben wir unsere erste kleine Themenwelt am Laufen. Natürlich wird es noch ein bisschen dauern, bis die fertig ist. Wir werden auch die anderen Themenwelten, die ich so im Kopf habe, inklusive der Community-Welt, werden wir halt immer noch mit reinnehmen, sodass wir mal ein bisschen Pendel und Abwechslung haben. So, jetzt hoffe ich mal, dass ich ganz kurz so einen Adler erwische. Ich würde das ganze Ding mal gerne umfliegen. Komm mal runter. Komm mal runter. Komm runter. Alter, die Raptoren, das wird so gut. Nee, das funktioniert jetzt nicht. Guck mal hier, die Papageien fliegen hier rum. Weißt du, und dann haben wir das nämlich in dieser Welt drin. So habe ich es mir vorgestellt. Ist das eine Fledermaus? Wie kommen die hierher? Die habe ich aber nicht gesetzt. Die muss so irgendwie aufgetaucht sein. Hier sind die Raptoren unterwegs. Dann haben wir den Dicken noch hier drin. Einen Haufen Bäume werden wir noch brauchen. Alles klar. Ich hoffe, ihr seht, was ich vorhabe und versteht's. Ansonsten, wenn Fragen sind, fragt mich gerne. Und dann mache ich hier in dem Gebiet weiter, sodass wir das nächste Woche ein- oder zweimal in die Sendungen mit reinnehmen können, die wir machen. Ne? So, dann haben wir heute nochmal den Golddrachen angeschaut zusammen, den Tyrannosaurus Rex nochmal ein bisschen besprochen. Die Woche ist vorbei, nächste Woche geht's munter weiter. Wir werden auf jeden Fall eine Adventure-Runde hinlegen am Montag, wenn wir erstmal noch durch die Gebiete streifen, weiter scannen, Sachen einsammeln. Inklusive Steine, so wie der Kollege hier, den werde ich jetzt auch gucken, dass ich ihn kriege. Habe ich, super. Und dann freue ich mich auf nächste Woche mit euch. Ne? Bis denn.